Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal wieder ein Tabletop. Herr Brehm, was ist denn mit Ihnen los? Müssen Sie erstmal hier wieder an der Lichttechnik arbeiten? Gestern hat noch einer geschrieben, ja, ich sollte mir doch besser mal besseres Licht kaufen. Aber ich sag mal, man sieht hier alles, oder? Sogar hier so ein bisschen Schmutz dran. Na gut, egal. Victorinox SD Cutlery. Brezhnev. Cutlery Lover Edition, ja? Limited Edition, ausverkauft. Gibt's es nicht mehr. Alter, gibt's es nicht mehr. Oh Mann, ey. So, das ist ein Geschenk vom Cutlery Lover. Wir kennen uns ja schon ein paar Jährchen. Erwähnen uns schon mal hin und wieder. In den Videos. Hä? Schön, ne? Das für den Mann von Welt. Also eine Feile, ein Schraubenzieher, Schlitzschraubenzieher. Dann haben wir noch das obligatorische oder das obligate Messer, wie der Herr Reini Rossmann sagen würde, das Obligate. Zack. Übrigens, das SD ist im Prinzip eins meiner meistgenutzten Taschenmesser. Das ist nämlich hier bei mir an meinem Arbeitsschlüsselbündchen dran. Mal gerade den Chip hier verdecken. Da steht was drauf. Das ist nämlich unser Tankchip. Den muss ich dann ans Gerät dran halten und dann PIN eingeben, Kilometerstand. Und oh, Mercedes halt. Taschenlampe. Einkaufswagen, Scheißerle, Prybar und ja, hier so Kiwanki. Also, das ist eins der meistgenutzten Messer bei mir auf der Arbeit. Und warum? Was nämlich das Signature ist. Nicht mehr das Signature Light, das habe ich dran gegeben. Dafür habe ich ja hier das dran. Ne? Also, hier ist Lampe. Und jo. Ich habe nämlich selten einen Kuli einstecken, weil der Kunde davor immer sagt, ich habe meinen vergessen oder eingebüßt. Ja, ich auch. Dankeschön. Deshalb Signature am Schlüsselbund. Kleiner Tipp so. Ich packe euch mal den Link dazu in die Beschreibung. Da habt ihr immer einen Kuli dabei. Ne? So. Also, kleines Taschenmesser. Ist das eigentlich noch erlaubt in Deutschland? Waffenverbotszone? Gucken wir mal. Halleluja, sorry. 3,1 Zentimeter. Ah, ich könnte ja eigentlich mal ein bisschen tricksen. Ich nehme mal hier so ein. Besser so? Oder besser so? Was sagt ihr? Besser so? Das ist nämlich von meinem Kumpel Mattes, sprich dem Outdoor-Buddy. Und ich bin der Outdoor Chubby. Ah, egal. Hat seine Mama gemacht. Und das hat er mir letztes Jahr auf der IWA. Mattes, wann war das? Ich glaube, letztes Jahr war das. Auf der IWA geschenkt. Das hat meine Mama gemacht. Ich, ab und zu muss man das doch mal zeigen. Benutzen mag ich es jetzt so nicht, weil hat Mattes Mama gemacht. Ja. Beim nächsten Mal nehme ich es vielleicht so als Unterlage. So, also. Hergestellt wurde das bei Victorinox für. Ne, was ist da draußen los? Von Blade HQ. Oder für Blade HQ. Also poppen hier bei mir auf dem Handy die irgendwelche komischen Nachrichten auf. Blade HQ. Ja. Sehr schön. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, ob in welchem Druckverfahren. Es ist ein bisschen rauer als diese Zellidur-Griffschalen. Auch ein bisschen rauer als die Zellidur-Griffschalen, wenn die schon so abgemattet sind. Ja, so schön matt. So, dann haben wir nämlich halt die Klinge. Und die ist Waffenverbotszonen erlaubt. Bin mir sicher, dass irgendwann ein Polizist auf die Idee kommt und sagt, auch die sind verboten. Auch die sind verboten. Damit können sie auch jemanden. Ist der Geier, was die sich dann dabei denken.
Und auf der anderen Seite. Die kleine Schere. Und die ist übrigens, falls das noch keiner gewusst hat, die ist selbst schärfend. Deshalb bleiben die so lange scharf. Wenn ihr jetzt mal genau hinguckt, sind die ein bisschen versetzt. Seht ihr das? Seht ihr das? Die sind so ein bisschen versetzt laufend. Na. Könnt ihr das hören? Immer hier unten ist das Mikro. Also die laufen, die Klingen, die laufen aneinander vorbei und schärfen sich dabei. Ja, also der Grat, der dann hier oben drauf entsteht, der wird bei jedem Schnitt wird der entfernt. Ich wundere mich, wie das funktioniert, dass die so lange so scharf, also nicht so scharf bleiben, sondern nicht abgewetzt sind. Ja? Dann haben wir die üblichen Verdächtigen. Zahnstocher. Aha. Der sitzt aber nicht sonderlich. Na nü. Der sitzt aber jetzt nicht sonderlich stramm drin. Was ist denn da los? Das ist ja seltsam. Haben die das falsch rum reingemacht? Warte mal. Passt. Passt und hält. Und hält. Das ist ja merkwürdig. Bin mir sicher, wenn ihr das haben würdet. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr bei Victorinox eure eigenen SDs herstellen lassen könnt. Sag mal, wenn ihr Messermacher seid, als kleines Gimmick, als Geschenk oder so. Ich weiß nicht, was das kostet. Wäre mal interessant zu wissen. Aber mit so einem Ding hier, ich finde das schon sehr cool. War also ein Geschenk vom Cutrelover. So, man schenkt sich halt so Nettigkeiten, so wie er mir zum Beispiel, Moment, ich muss mal hier meine Vitrine greifen, mir zum Beispiel mal ein Spyderco Centofante geschenkt hat. Jo, der kriegt dann auch Sachen von mir geschenkt. Und das hier ist zum Beispiel das Spyderco Centofante. Das gibt es nicht mehr, ich weiß gar nicht wie lang es das nicht mehr gibt. So, lässt sich der Schieberegler, aber da bleibt die Klinge, die lässt sich dann nicht arretieren im geschlossenen Zustand, aber sperrt den Liner. Komme ich bei einem anderen Video dazu. Ich wollte es eigentlich schon längst mal verschickt haben. Zum Beispiel mit dem hier an den Spider Bro mit ein paar anderen Spider Co. Jo. Und jo. Da ich ja weiß, der Jeff. Hey Jeff! Did you recognize the Bali, yo? The Bali Song Pencil? I make a special video just for you. On my English channel, maybe on my German channel. Falls euch das interessiert, ein Kuli von Spyderco, ein jeckes Ding. Kann ich nur sagen. So. Also wenn ihr so eins habt. Ich würde es persönlich nicht so tragen. Ich würde dann wahrscheinlich erstmal die Griffschalen runterholen und würde die 50.723,321 mal mit Klarlack übersprühen, dass mir so eine dicke Schicht Klarlack drauf hat, dass da nichts von verloren geht. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre mir einfach, das wäre mir zu schade. So, und ja, das wollte ich euch mal gezeigt haben. Ich packe euch mal einen Link zu den SDs in die Beschreibung, falls es euch interessiert. Auch zu den den Kameraden hier, falls es euch interessiert. Und falls ich dazu einen Link finde, dann auch. Aber das ist schon sehr cool. Also Blade HQ, Cutrelover, mag ich, finde ich cool. Es hat einen Ehrenplatz bei mir in der meiner Sammlung SD Classic Cutrelover.
Das wäre wahrscheinlich, ich glaube, der Schnorris, der sammelt die SDs. Wäre vielleicht was für dich gewesen, oder? Schnorris, sollte ich vor dir ableben, das kriegst du von mir, mein Freund. Nun gut, aber es sieht schlecht aus, weil ich habe mir vorgenommen, ich werde 100 Jahre, dann habe ich ab jetzt noch ja, 50 Jahre und 3 Monate. So, ich sage danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wie immer gilt, tschüss, mal gut, schwenkt du, tschüss, ab und schwenkt die Kapp. Ist es nicht traurig, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo man sowas mit sich tragen muss? Ne? Ein Headset. Und einem die chinesischen Freunde, für die man schon mal hin und wieder ein Video macht, einem sowas mitschicken. Hier, da, bitteschön. Altersmasken. Scheiß Corona. Geht mir auf den Sack. So, Entschuldigung. Jetzt aber. Tschüss, mal gut, schwenkt du. Tschüss, ab und schwenkt die Kapp. Und? Tschüssle. Thank you.